I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Du Drecksau! Ich halte euch den Rücken frei! Nein, 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 nicht jetzt! Na, großartig! Oh Mann, wie viele von diesen Schanks hast du dabei, Rick? Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Wo ist die? Okay, Chuck. Bist du schrott? Ja, das ist gut. Ich versteck mich hier oben, dann erwischen sie mich bestimmt. Wieso? Die Kette geht einfach nicht auf. Aufhören! Ich will mich da nicht fahren können. Durchhalten. Scheiße. Oh, Heilige.
Sally? Wie läuft's auch, Nate? Ulrich! Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar. Okay, die Spielchen sind vorbei. Mach die Scheißkerle fertig, ja? Ich vergnüge! Gott und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten... Ja, das war der Karl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut. Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Ich weiß. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafen. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht die da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind.
Ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fallen. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Gibt es was, das wir drunter stellen können? Hilf mir mal, Sam. Okay. Sieht jemand einen Ausweg? Leute, hier durch. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Okay. Okay, Victor,
Kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich ab. Geschafft! Willkommen! Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber. Okay, wir sind soweit. Das ist ein Haufen Piraten, ist diese Technik. Oh. Ja, festhalten! Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich kletter. Nein! Nein! Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Die Hand. Scheiße. Ja. Gott. Sam. Nochmal. Sam, komm schon. Komm, spring einfach. Ich fang dich. Na los. Nein. Nein, nein. Denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Ach. Er wird sich noch umbringen. Ach. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Rauf. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten, dann haue ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Kriegen wir einen Schatz. Ja, ja. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir! Fertig! Moment! Ich hab's! Okay.